Hallo und willkommen zurück zu Die Sims 4 Großstadtleben. Ja, im letzten Part ist ja irgendwie alles nicht so richtig gelaufen, wie ich das mir vorgestellt habe. Wir haben versucht, den guten Aaron einzuladen und wir können es ja auch nochmal probieren, in der Hoffnung, dass er jetzt Zeit hat. Ich hatte eigentlich vor, den grünen Balken mit ihm noch so ein bisschen zu festigen vor dem Romantik-Festival und er ist immer noch beschäftigt. Das ist echt mies. So, die gute Miko, die ist immer noch im Café Frische Brise und mittlerweile auch alleine. Okay, wir können die auf jeden Fall wieder mal nach Hause holen. Genug ausgetobt im Café. Gut, und wir warten dann, bis das Romantik-Festival losgeht und dann schauen wir mal, wen wir dort alles so treffen. Die gute Sunny, die möchte ja auf jeden Fall auf dem Romantik-Festival noch jemanden küssen und wer weiß, vielleicht haben wir ja heute mal die Gelegenheit dazu auf diesem Festival. So, die gute Miko möchte genauso ein Date haben und ein Freund oder eine Freundin. Daran arbeiten wir auf jeden Fall auch noch. Und die gute Miko ist ja Serienromantikerin. Das heißt, sie wird nicht nur eine Beziehung haben. Und wir haben ja in dem Café den, wie hieß er? Oliver? Hieß er Oliver? Bist du Oliver? Oliver. Genau, den Oliver getroffen. Und wir können ihn ja mal nochmal, ich weiß nicht, ob das übertrieben ist, wenn wir ihn direkt nach Hause einladen. Das ist ein bisschen, nein, ich weiß nicht, wie soll man das beschreiben? Wie soll man das beschreiben? Du kannst dich mal bitte um den Garten kümmern. Nein, Quatsch. Oder Moment, wie weit bist denn du? Gartenarbeit, fast Level 2, das ist jetzt ein bisschen mies. Das ist jetzt ein bisschen mies. Okay, dann kannst du mal noch bewässern und jäten. Und mit der Miko machen wir mal noch. Ja, die Miko, die hat alles erledigt, was sie erledigen soll. Deswegen weiß ich nicht, was wir jetzt gerade im Moment mit der Miko noch machen. Allerdings brauchen wir endlich mal einen Sim, der hier mal bei der Gartenarbeit Level 2 wird. Damit wir die ganzen Bäumchen und so weiterentwickeln können. Das ist nämlich echt ein bisschen mies, dass wir das noch nicht machen können. Aber wir kommen ja mit der Gartenarbeit gefühlt überhaupt nicht vorwärts. Ayan Srivastava. Hey, ich habe gehört, dass du dich mit Oliver Lopez angefreundet hast. Er ist ziemlich cool. Ach was, meinst du? Meinst du? Okay, wir warten jetzt eigentlich nur noch darauf, dass das Festival losgeht. Wir können ja noch ein bisschen uns in Stimmung bringen und eine, weiß ich nicht, lustige Geschichte. Naja gut, das ist eigentlich keine Einstimmung auf das Festival. So, der Reparaturservice hat uns scheinbar versetzt. Das werden wir auch gleich nochmal machen, in Angriff nehmen, den zu engagieren. Und, ach, wir können ja so lange noch hier runtergehen. Vielleicht treffen wir ja da bekannte Gesichter. Mal schauen, mal schauen. Aber bis jetzt noch nicht, so wie es aussieht. Wer bist denn du? Mirko Mertens. Okay. Bist das Hanna? Clara Bjergsen. Ei, die sieht da aus wie Hanna. Naja, fast. Okay. Es hat mich nur gewundert, die Kleidung, die sie trägt. Aber so hat sie mich jetzt total an unsere Hanna erinnert. So, auf jeden Fall muss jetzt hier heute mal was passieren, dass wir mal einen interessanteren Part kriegen als den gestrigen. Weil, sehr lame. Das ist ja sonst echt lahm. Und wir sehen hier Tatsache keinen, der für uns jetzt erstmal interessant sein könnte. Wir werden auf jeden Fall nochmal probieren, den Aaron einzuladen, weil ich weiß, ich will das nicht aufgeben. Bekanntlich ziehen Gegensätze sicher an. Genau so ist es. Es ist vielleicht eine verrückte Idee, aber lass uns doch ins Restaurant gehen. Nein! Nein, für die gute Sunny ist was anderes geplant. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Gut. Los, komm, schneller jetzt mal. Vielleicht mal ein bisschen weniger essen und mehr. Nee, mehr essen und weniger quatschen. So lang. Ha!
Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Er ist da. Er ist gekommen. Er ist Tatsache gekommen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das müssen wir ausnutzen. Das müssen wir ganz schnell noch ausnutzen, bevor dieses kleine Festival losgeht. Mehr Auswahl. Wann geht das eigentlich los? Ich weiß es gar nicht. Lustige Szene nacherzählen. Okay. Das ist ja echt verdammt cool. Also das müssen wir jetzt auf jeden Fall ausnutzen, dass er doch noch gekommen ist. Ich werd wahnsinnig. Eigentlich könnten wir dann rein theoretisch auch nochmal mit der Miko den Oliver anrufen. Mal gucken, ob der auch kommt. Dann könnte man sozusagen in Anführungsstrichen mit einem Doppeldate auf das Romantikfestival gehen. Naja, okay. Er ist gerade beschäftigt. Ja, das Leben, das mobbt uns. Na gut. Immerhin bin ich schon mal sehr froh, dass wir den Aaron da haben. Und der hängt mit uns ab. Wir werden mal noch versuchen, ihn kennenzulernen. Wie viele Merkmale kennen wir von ihm eigentlich schon? Alle, okay. Familienbewusst. Oh, okay. Familienbewusst. Na gut. Wer weiß, was alles noch so passieren wird. Auf jeden Fall, ja. Ich habe so ein bisschen vor, mit dem Aaron anzubändeln, weil ich finde die beiden so süß. Und ich finde, wir könnten auch auf jeden Fall ein Date haben auf dem Romantikfestival. Das wäre ja so, wow, so niedlich eigentlich. Und deswegen versuche ich eigentlich darauf hinzuarbeiten, bevor es auch losgeht. Gemeinsam ein Foto machen. Nein! Das ist ein bisschen zu heftig, den Wohnungsschlüssel jetzt schon zu geben. Da bin ich jetzt aus Versehen draufgekommen. Nachtagfragen, vielleicht können wir ihn ja noch ein bisschen schmeicheln. Das muss jetzt einfach sein. Was hatten wir denn noch nicht? Von neuer Show? Umarmen. Oh, es ist toll. Umarmen. Und dann machen wir noch ein von Herzen kommendes Kompliment. Na, wo ist es denn hin? Da. Und Miko fühlt sich unwohl. Warum? Und über letzte Party reden. Nachbarn tratschen, das kommt immer gut. So, Miko, du sollst natürlich auch was zu tun haben. Ist jetzt nur doof, dass deine Verabredung nicht gekommen ist. Aber was sollen wir machen? So, du kannst mal... Ach, los, komm hier. Spiel einfach mal ein Spiel. Bei Spielturnier mitmachen. Anfängerturnier. Party Frenzy. Okay, das können sie auf jeden Fall mal machen. Mal gucken, wie sie abschneidet. Und dann schauen wir uns mal wieder die beiden hier an, was sie machen. Bitte einzuziehen. Oh, nein, das wäre schon ein bisschen heftig. Wir können ja mal eventuell so ein bisschen in diese romantische Richtung gehen. Mit Videospiel können beeindrucken. Warum ist es romantisch? Das ist doch nicht romantisch, oder? Okay, das ist zwar eventuell eine zockende Frau, die dann noch das Bier holt. Das ist dann wahrscheinlich der Traum eines jeden Mannes, aber mit Videospiel können beeindrucken, finde ich jetzt nicht unbedingt romantisch. Ich weiß nicht. Hallo? Oh mein Gott, ernsthaft? Wir haben direkt schon einen so einen rosanen Balken, ernsthaft? Echt jetzt? Das ist ja heftig. Also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Er schaut jetzt der Miko zu und ist belustigt. Okay. Oh, das Lied ist so geil. Das Lied ist so heftig genial. Ich finde das richtig... Oh, toll. Ihr setzt euch direkt nebeneinander. Also irgendwie ist das schon eine Verbindung. Da ist irgendwas, was wir noch rausfinden müssen, was das ist. Aber wir haben jetzt mittlerweile auch schon fast alles durchgemacht. Und deswegen würde ich mal sagen, wir beobachten die beiden einfach mal, was die so machen. Weil die haben gerade auch so voll den Draht zueinander. Die quatschen ohne aufzuhören, wirklich ununterbrochen. Und deswegen mal schauen, was sich so ergibt. Setze dich hin. Setze dich bitte hin. Und dann quatsche bitte noch mit ihm.
Nach Tagfragen, los. Unterhaltet euch. Ich will wissen, was passiert, wenn wir nichts machen. Auf jeden Fall, das sieht echt schon mal verdammt gut aus. So, und die Miko, die ist hier immer noch volle Kanne beschäftigt mit ihrem Turnier. Und ich bin echt schon gespannt, was sie für einen Platz erreichen wird oder ob sie überhaupt einen Platz erreicht. Warum redet ihr über Autos? Naja gut, wenn es euch Spaß macht. Er redet von sich selbst. Okay. Das ist allerdings nicht gerade beeindruckend, wenn man... Gehst du jetzt? Okay. Warum? Hast du wenigstens Tschüss gesagt? Ich weiß es nicht. Ach, ist das mies. Na gut, dann können wir mit der guten Sunny nochmal an den Computer gehen und... Ach man. Ein Bild teilen. Und los, komm, ein Witz können wir auch nochmal teilen. Und hoffen, dass es diesmal ein bisschen besser ankommt. So, wann ist denn du dieses Festival? Ist es Samstag oder Freitag? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Okay, ich war ja eigentlich voll der Kante der Meinung, dass es jetzt so heute ist, also, aber irgendwie scheinbar nicht. Ich hatte es ja recht eilig gehabt, damit den Aaron einzuladen, aber hätte ich, so wie es aussieht, nicht gebraucht. Naja gut, okay, was wir haben, haben wir. Du dachtest, das wäre ein gutes Bild zum Teilen. Ha, 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 falsch gedacht. Oh mein Gott. Miko hat den dritten Platz gemacht und das ist gar nicht so übel. Aber es gibt noch jede Menge Platz für Verbesserungen. Aha. Okay. So, was macht sie jetzt? Du hast einen Repost vom tragischen Clown. Nicht gerade der beste Witz. Oh Mann, ey. Das ist echt Mobbing. Das grenzt echt an Mobbing. Dann werden wir es wohl wieder den ganzen Abend so machen, dass wir den sozialen Medienstatus aktualisieren und aktualisieren und aktualisieren. Tja, so ist es halt, wenn man anders nicht vorankommt. Aber wir müssen echt langsamer befördert werden. Das ist ja echt, echt heftig. Wir brauchen auf jeden Fall verspielt. Apropos, wir wollten ja noch die Lampen aufstellen. Wartet mal. Wartet mal, wartet mal, wartet mal. Beleuchtung. Tischlampen, genau. Zuversichtlich. Romantisch. Lichtes Umgebung. Verspieltes Dekor. Okay, dann machen wir die mal weg. Tut mir leid. Und machen mal... Ups. Die dahin. Dann haben wir eine verspielte Lampe. Zuversichtlich. Inspiriert. Konzentriert. Verspielt. Konzentriert. Verspielt. Verspielt. Gut. Passt. Und dann können wir hier mal die emotionale Aura aktivieren. Und die Lampe einschalten. Dieses Zimmer. Aber ich glaube, die ist schon... Okay, ich dachte, man kann die... Ah, sehr cool, sie ist verspielt. Und dann probieren wir das gleich nochmal mit dem Witz. Witz teilen. So, mal schauen. Sie hat auf jeden Fall Level 7 der Charisma, Comedy-Fähigkeit erreicht. Oder war es Comedy-Charisma? Das ist schon mal sehr positiv. Charisma war es. Und mal gucken, ob das jetzt eventuell ein bisschen besser wird, wenn wir Witze teilen. Aktualisiert, freudig, denn Sunny hat 20 neue Follower dazu gewonnen. Fehlen nur noch knapp 500. Na klasse. Na klasse. 523. Ach, wir machen jetzt einfach mal ein bisschen schneller, weil hier passiert ja gerade nicht wirklich sehr viel. 548. 563. Und jetzt der Witz. Jetzt bin ich echt gespannt. Weil die Ich glaub's nicht. Verdammt nochmal, das gibt's doch nicht. Ich geb's auf für heute. Und es ist 2.58 Uhr schon wieder. Das ist ja... Weiß ich nicht. Schon wieder der Tag vorbei, das gibt's doch nicht. Haben wir im Garten schon wieder etwas zu tun? Nein. Okay, das wird wieder ein langweiliger Part. Ich habe ja gehofft, dass das Romantikfestival mal kommt, aber gut. Wir können ja mal noch was anderes machen. Und hier nochmal so ein bisschen
Ein paar Körbe werfen. Was weiß ich. 2 Punkte. Würfe aus der Nähe. Was weiß ich. Würfe aus der Nähe. Und die gute Miku. Die, weiß ich nicht, die kann immer noch die Poster einsammeln. Wow, wieder so ein langweiliger Part, wo so wenig passiert. Das ist ein bisschen ärgerlich. Das ist echt ein bisschen ärgerlich. Aber was soll man machen? Ich habe, wie gesagt, gehofft, dass das Romantik-Festival heute stattfindet. Oder in diesem Part. Aber das Spiel so, nö, warum? Warum sollten wir dir diesen Gefallen tun? So, wir schauen mal, was sie gefunden hat. Schon wieder das. Okay, das können wir direkt wieder verkaufen, weil das haben wir ja oben schon hängen. Und ja, Würfe mit immer noch Clara Bjergsen. Meine Güte, die hat eine Ausdauer, das ist ja heftig. Rote Herzen, weiße Diamanten, auch ein sehr schönes Poster, gefällt mir. Und jetzt haben die zugleich, dass das jetzt funktioniert hat, Wahnsinn. Was ist das? Bummel durch das Fashionviertel. Auch sehr schön. Na, mal schauen. Wir behalten die erstmal. Mal schauen, ob wir damit was machen. Und dann kann die Miko ja mal restaurieren. Wo ist denn das kaputt? Wo ist denn das beschmiert? Ich weiß es nicht. Für die Arbeit haben wir immer noch alles fertig. Und aber morgen muss sie wieder. Morgen muss sie wieder. Das ist schon mal sehr gut. Und dann schauen wir mal, was die gute Sunny macht. Immer noch Körbe werfen. Wer hätte das gedacht? Und das ist dann... Ah, cool. Das zählt unter Fitness. Cool, cool, cool. Da müssen wir nicht mal ins Fitnessstudio gehen. Hier, du könntest auch mal ein paar Körbe werfen. Da müssen wir nicht mal ins Fitnessstudio gehen, um da Fitness dazu zu gewinnen. So. Bleib doch mal stehen. Was geht mit euch? Haben die gerade geflirtet? So, so. Haben die gerade geflirtet? Kommt da noch was? Kommt da noch was? Oh mein Gott. Ernsthaft jetzt flirten die oder was? Ja. Nein, die flirten nicht. Okay. So, ihr Lieben, ich würde sagen, ich weiß nicht. Dieser Part ist recht langweilig und deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal Cut hier. Und morgen, ich denke mal, morgen ist dann definitiv das Romantikfestival. Ja, du bist jetzt echt erst. Bist jetzt echt hergekommen, um das zu tun? Danke für nichts. Echt. Ernsthaft. So. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bevor die Waschbären-Invasion hier losgeht, die furzende Waschbären-Invasion, machen wir jetzt hier Feierabend für heute. So, also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr schaut wieder rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.